Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcanvale. Beim letzten Mal haben wir uns den Teleport freigeschaltet, indem wir ein paar Golems verprügelt haben und wir haben unsere eigene Farm aufgebaut. Und heute würde ich gerne nochmal versuchen, mich mit dem Auge, was hier rumschwebt, zu befassen. Ich habe den Netzwerfer mir hier ins Inventar gepackt und auch ein paar Netze mir gecraftet. Ich habe aber keine Ahnung, wie weit der schießt, deswegen teste ich das jetzt einfach mal. Okay, der schießt durch. Gut zu wissen. Jetzt müssten wir hier nur das Auge finden, weil das ist ganz bestimmt das Auge, was diese Lilith haben will. Das muss ich ja in diesen Behälter packen. Problem ist, wenn ich in die Nähe von diesem Auge komme, dann verzieht es sich. Wo schwebst du denn rum? Die Kiste, die da oben liegt, die habe ich schon geleert. Da war nichts Interessantes drin, da waren nur Fackeln und Schaufeln drin. Ist das ein Fischmensch? Böse. Fischkiem, ja, das sind diese Fischmenschen. Der ist so in die Richtung geflogen. Da ist offenes Meer. Ich hoffe, der kommt wieder zurück. Da ist ultra viel Gold. Alter, ihr macht ja gar keinen Schaden. Kannst du mal bitte aus den Bäumen rauskommen? Ach ja, ich habe offscreen noch mal auf dem Rückweg noch mal so eine Echsenvieh verprügelt und da habe ich so einen Komposaknatus-Schädel bekommen. Die heißen offenbar so, die Viecher. Keine Ahnung, was man damit macht, aber ich habe den Schädel. Oh, so viel Rubine. Okay, ich glaube, ich habe Fischmenschhausen gefunden. Und die haben auch diese Netzwerfer. Die heilen sich. Alter! Oh, das ist wieder so ein Megafisch. Wie er es auch in der Arena einen gab. Alter, diese Netze. Pixlein, du stehst überhaupt nicht doof. Ich will erstmal die mit den Netzwerfern ausschalten. Die gehen mir so gewaltig gerade auf die Nerven. Ich glaube, ich habe ihn noch umgenockt. So, komm her. Ich habe gesehen, dass ihr am Heilen seid. Selber kämpfen tut ihr offenbar nicht. Ihr heilt nur. Also komm her. Komm her, du Nervensäge. Warte, ich würde dich gerne nach oben treiben, weg von dem Großen. Ich will nicht, dass du den Großen heilst, wenn ich den gleich bekämpfe. Oh, wieder ein paar Wasserruhen. Eine gratis Axt. Sind hier noch mehr Heiler? Da ist noch einer. Die Ausschalten ist einfach so wichtig und richtig. Nein, ihr habt angefangen. Hoher Hecht hatten die. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Fischkiemen ich habe. Die Dinger auch kaputt, Mann. Okay. Kriege ich Fisch für. Oder auch nicht. Ich habe schon einen anderen Vertreter deiner Art in der Arena platt gemacht. Du machst mir keine Angst.
Oh, das war ein roher Lachs. Oh, lecker. Aua. Ja, lass ich mal kochen, während ich hier am Erkunden bin, was hier sonst noch so rumfliegt. Da ist die Laute. Ich gönne mir noch deren Feld. Vielleicht ist da ein neues Gemüse für mich. Ich weiß, dass die eigentlich mehr oder weniger unschuldig waren. Dass ich sie zuerst angegriffen habe. Aber sie haben ja diese Triss angegriffen. Ohne dass die eigentlich was getan hat. Wir können jetzt Trauben anpflanzen. Ich habe 5 Fischkiemen. Wir können die Fischkiemen-Quest auch abgeben. Kommt jetzt. Ach, du hast Kohle und Bronzeerz gefunden, Balian. Das ist gut. Alter, die wollen mich. Haut mal den Berg kaputt. Ja, sie haben den Berg für mich kaputt geschlagen. Ich sehe das Auge hier nicht rumflitzen. Bist du der Insel meiner Eltern jetzt geflüchtet? Ich will auf jeden Fall jetzt mal hier in die Höhle reingucken. Ach, hier drin kannst du nicht auf Sammeltour gehen. Hateta, das eklige Nagetier. Alter, was ist das für eine Riesenratte? Guckt euch diese gigantische, fette Ratte an. Vernichtet. Jetzt gibt es später irgendeine Nebenquest zu dem Vieh und ich habe das Vieh schon vorher ausgeschaltet. Könnt ihr die bitte mal von der Kiste weggehen? Ein Rubinring. Okay. Ist gekauft. Kann ich aber mal vergleichen. Angriffstempo 1. Und 0,10% Bewegungstempo. Ich glaube, der Ring, den ich gerade bekommen habe, ist wesentlich besser. Ja, der ist 100-mal besser. Und hier ist auch mega viel Erz. Hol ich mir aber später. Also, wo ich es zuletzt gesehen habe, das war halt hier vorne. Wo es halt in die Richtung da geflogen ist. Wenn ich die Karte gucke, da in der Richtung ist die Insel der Eltern. Also ich weiß halt nicht, ob es irgendwann zurückkommt. Aber vielleicht sollte ich wirklich mal auf die Heimatinsel gucken gehen, ob das Auge dorthin geflogen ist. Falls ich zurück kann. Ich muss bei Gelegenheit auch mal mein Schwert reparieren, das ist ja halb kaputt. Ach, was bist du denn? Diese Echsen, die sind aber auch unnachgiebig, ne? Wenn die einen einmal gesehen haben, wollen die halt unbedingt angreifen. Oh, ich habe Abarths Tail gerade bekommen. Meine Laute, meine kostbare Laute. Ach, du bist zu mir zurückgekehrt. Während der Weg, was habe ich bereits mit der Arbeit an der epischen Geschichte deines Abenteuers? Zurückkehr mit meiner verlorenen Laute begonnen. Es schwebt bereits im Titel vor. Brenn, Fischvolk, brenn! Wie klingt das? Hier, hör mal zu! Oh, wartet.
Was für ein schönes Lied. Warum sprichst du jetzt auf einmal Englisch? Ich mag deinen Gesang, aber ich muss mir den nicht 10-mal anhören. Nochmals, warum ist es da auf einmal auf Englisch? So, wir haben die Fisch-Fisch-Kiem. Die 5-Fisch-Kiem. Wo war der Typ, der die Fischkiem haben will? Das war Typhon, das war der ganz oben. Okay, ich würde aber erstmal gerne kurz gucken, ob ich zur Heimatinsel zurück kann. Einfach nur nachgucken, ob dort wirklich das Auge jetzt hingeflogen ist. Wenn ja, wäre das ärgerlich. $150 Gold für eine Überfahrt. So viel. Also ich kann mir die Überfahrt leisten, so ist es nicht, ne? Ich hoffe, in beide Richtungen zählt es dann. Nach langer Zeit fahren wir mal wieder nach Hause und sagen unseren Eltern Hallo. Guck mal, da wartet unser Urpapa. Jetzt sind wir wieder sicher an Land. Ich hätte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Bist du dem Ziel der Schatzkarte schon ein Stück näher gekommen? Ach, was sage ich da? Ich bin einfach nur froh, dich zu sehen. Fühl dich wie zu Hause. Deine Mutter wird dich sicher sehen wollen. So, wenn, dann müsste ich mal hier unten gucken. Hier sind Fischnetze. Aber da ist nichts drin. Ich glaube, das Auge ist einfach außerhalb meines Sichtfelds geflogen. Guck mal. Hier. Libellen, die greifen mich an. Ich krieg Libelleneier. Oh, 20 Goldmünzen. Aber den Rest kann man verkaufen, ne? Hier war noch ein Gebiet. Mit einem Gegnertypus, den wir noch nicht kannten. Kann ich euch auch mit dem Netz fangen? Da geben die lilanes Blut von sich. Oh, der ganze Weizen, den ich damals hier gepflanzt habe, den kann ich ja mitnehmen, bevor ich wieder zurückfahre. Wenn ich wieder zurückfahre. Sagen wir noch der Mama Hallo, wenn wir schon hier sind. Offenbar ist hier nichts zu mitnehmen. Hallo Mama, ich bin wieder zu Hause. Wie sieht denn dein Gesicht aus? Man hat mir eine Aufgabe gegeben. Oh je, doch nicht diese alberne Schatzkarte, oder? Es war der Traum, den ich verhatte, diesen Schatz zu finden. Jetzt, wo er etwas älter ist, glaubt er wohl, dass du ihn verwirklichen kannst. Es ist deine Entscheidung, ob du danach suchen willst oder nicht. Lass dich bitte nicht von ihm dazu dringen, in seine Fußstapfen zu treten. Och, Mama. Ah, guckt mal, für die Rückfahrt will er kein Geld. Wie gut. Ich habe den Balien hier mal auf Samensuche geschickt. Vielleicht bringt er ja was mit. Jedenfalls habe ich das ganze Feld abgeerntet und wir haben jetzt hier den ganzen Weizen. Wir sollten Mehl damit herstellen können. Dann können wir, wenn wir schon nach da oben gehen, auch direkt die Kuchenquest abgeben. Müssen wir nur noch mal gucken, was genau der alles haben will. Also auf jeden Fall brauchen wir Mehl. Das weiß ich. Genauso brauchen wir auch Eier.
lasse den Mehl hier arbeiten. Und gucke jetzt einmal ganz kurz, was braucht er für seinen Kuchen. Wir brauchen 3 Eier und wir müssen einen Eimer mit Milch füllen. Den Eimer haben wir, gehen wir eben kurz Milch holen. Da können wir auch direkt die Eier sammeln, wo ich hin will. Dafür brauche ich nur eine freundliche Kuh. Was habe ich hier denn? Den Badenhut. Sieht lustig aus. So, wo habe ich den Eimer? Da habe ich den Eimer. Ich muss zu einer Kuh. Ich muss zu einer Kuh. Und ich brauche Eier. Da, 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 da. So, da haben wir eine Kuh. Gib mir bitte einen Eimer voll Milch. Ah, und mit dem Eimer Milch kann man offenbar Käse herstellen. Okay, aber ich brauche immer noch Eier. Keins von den Tieren hier hat Eier offenbar in letzter Zeit gedroppt. Wie schnell wurde mein Fuchs denn gerade? So Leute, da wir ja jetzt den Weizen und so weiter haben, ich habe noch ein paar Eier gefunden, dachte ich mir, bringen wir dem Koch jetzt mal ihre Zutaten. Wir kriegen dafür Obstkuchen und Kochmütze. Du hast alle Zutaten? Perfekt. Das sollte den König von der Weizen nach Belohnung halten. Ich versprochen, hier ist deine Belohnung. Ja, dann reicht dir eine Kochmütze. In diesem Hut steckt die Kraft, kein Essen zu verbrennen. Nutze sie weise. Also bei mir verbrennt sich das Essen trotzdem. Was braucht man denn, um so einen Kuchen herzustellen? Da. Obstkuchen, Beeren, ein Eimer Milch und 2 Eier und Feuerstufe Stufe 13 kochen. Aber guckt mal, wie viel Hunger das füllt. Ist ja mega nice. So, dann geben wir dem anderen noch eben kurz eine Fischkiemen. So, Typhon, ich habe deine Kiemen. Dafür kriege ich 250 Goldmünzen. Aha, die Fischkiemen, perfekt. Meine kostbaren Fischkiemen, sie sind so schön. Wie versprochen, es ist hier deine Belohnung. Kommt wieder und sprich mit mir, wenn du Lust auf eine weitere Aufgabe hast. Was wäre denn die nächste? Du schon wieder. Ich dachte, Fischkiemen würden reichen, um dich abzuschrecken. Gut, wie wär's mit etwas raffinierterem? Harpienfedern. Bring mir 5 Harpienfedern und ich zeige dir einen weiteren Trick von mir. Das klingt nach einer Herausforderung. Es wird eine Herausforderung sein. Sie sind nicht nur schnell, sie schlagen auch zu wie ein mit Federn bedeckter Wagen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Sammlung. Ich gebe dir den Punkt. Ich würde sagen, wir haben heute was geschafft. Wir haben wieder ein paar Questen abgeschlossen, haben unsere Eltern nach langer Zeit besucht, haben ein Fischvolk ausgerottet. Und jetzt stehen wir hier und schicken Balia wieder auf eine weitere Mission. Ich wollte dich nicht freilassen, ich wollte dich auf Mission schicken. Bring mir Baumaterialien los. Der wird dann auch automatisch auf Folgen gestellt, okay. Ja, Leute. Ihr kennt ja den Dreh, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und eventuell ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal.